So, kommen wir zu. Herzlich willkommen bei Pimp My Rasenmäherroboter. Und zwar geht es um Folgendes. Und zwar will ich diesen Mäherroboter ein bisschen aufpimpen, weil da fehlt so ein bisschen was. Ist ein in die Jahre gekommener, schon ein bisschen älterer Mäherroboter. Hier Landscape, Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass wir nicht irgendwie, wir können das abnehmen, einfach so. Und dann hat man ja im Prinzip das, was wir erstmal brauchen. Das Wichtigste dabei ist, ein weißes Handtuch zu nehmen, um das dann alles auch ein bisschen sauber zu kriegen. Sieht nicht so schön aus, deswegen machen wir den erstmal sauber. So, als allererstes lacken wir das. Ich schleife es einmal ein bisschen an und dann habe ich hier so matt-schwarz. Der wird nicht matt-schwarz, der muss böse aussehen. Und jetzt wird er überaus professionell angesprüht. So, und da haben wir das Objekt der Begierde. Was darf natürlich nicht fehlen? Was darf auf keinen Fall fehlen? Ein Spoiler! Da muss ein Spoiler drauf! Da kommt er hin. Das ist ja genial! Und wenn du schon mal bis hierhin geschaut hast, geht aber auch mit Plus weg. Also nicht, dass es heißt, wir sind fertig. Wir haben ja noch Flammen. Da müssen Flammen drauf. Das ist ja wie dafür gemacht, immer. Und das Allerwichtigste, was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Wackelaugen. Natürlich. Allerdings habe ich nur so kleine, aber vielleicht besorgen wir größere. Oh ja, Baby. So, und das Highlight kommt noch zum Schluss. Wir machen den jetzt erst wieder drauf und das Highlight kommt dann zum Schluss. Das sieht aus, als wenn er bei Robot Wars mitmachen könnte. Und wenn irgendwas nicht fehlen darf. Unterbodenbeleuchtung. Oh yeah. Ansonsten, wenn ihr sehen wollt, wie er nachts fährt oder abends fährt, wenn es dunkel ist, dann sagt gerne Bescheid. So, und damit haben wir jetzt offiziell den wahrscheinlich coolsten Mähroboter auf der ganzen Welt.